Kamala Harris hat in der Debatte mit Donald Trump sehr starke rhetorische Elemente drin gehabt. In diesem Video mache ich Ihnen diese Tricks sichtbar, sodass auch Sie sie in Ihrem Alltag anwenden können. Außerdem, Taylor Swift hat auf diese Debatte reagiert mit einer versteckten Botschaft. Auch darauf werde ich in diesem Video eingehen. Sie reden, ohne dass Sie reden, durch Ihre nonverbalen Handlungen. Kamala Harris vor der Debatte läuft zielstrebig auf Donald Trump zu und gibt ihm die Hand. Sie signalisiert damit, ich gehe auf dich zu, ich habe keine Angst vor dir. Wer die Initiative ergreift, ist in der besseren Situation. Das gilt auch für Sie. Das wende ich auch bei meinem Coaching-Kunden an. Da ist zum Beispiel einer, der erwartet ein schwieriges Gespräch. Das könnten Sie sein. Und bevor Sie warten, dass der Chef Sie anruft, nehmen Sie aktiv den Hörer in die Hand und rufen Sie ihn an. So sind Sie raus aus der Opferrolle. Zunächst mal was Allgemeines zu dieser Debatte. Kamala Harris hat es geschafft, präsidial herüberzukommen. Das lag zu einem großen Teil an ihrem Blick. Wohin schauen Sie, während Sie reden? Und das war ganz genau geplant. Kamala Harris hat entweder Donald Trump angeschaut oder sie hat direkt in die Kamera geredet, wohingegen Trump immer nur mürrisch in eine Richtung geschaut hat. Ein weiteres Element, was cool war, ist die Anrede. Das haben die sich natürlich vorher überlegt. Kamala Harris nennt ihn entweder mit dem vollen Namen Donald Trump oder Former President. Das schafft einen gewissen Respekt und eine gewisse Distanz. Und das ist präsidiales Verhalten. Gleich werden Sie ein rhetorisches Stilmittel erkennen, das sowohl Barack Obama als auch Martin Luther King schon angewandt hat. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. Man nennt das Anaphora, das ist der immer gleiche Satzbeginn. Martin Luther King hat 7-mal gesagt, I still have a dream. Barack Obama hat gesagt, 5-mal hintereinander, yes, we can. Und Kamala Harris sagt 3-mal hintereinander, Donald Trump left us. Gleich werden Sie einen rhetorischen Kniff kennenlernen, den auch ich immer meinen Coaching-Kunden beibringe. Und zwar, dass Sie eine Spannungsankündigung machen. Schauen Sie rein. And I'm going to actually do something really unusual, and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. Ich werde jetzt etwas Unübliches tun. Ich lade Sie ein, mich zu Trumps Wahlkampfveranstaltung zu begleiten. Dort ist etwas sehr Interessantes zu beobachten. So hat's Kamala Harris gesagt. Und das löst eine dramatische Neugier-Spannung auf den nachfolgenden Text ein. So, und das ist ein rhetorischer Trick, den können auch Sie anwenden. Und zwar, man nennt das eine Prädeklaration. Sie machen, bevor Sie etwas sagen, eine Aussage, die nur die Funktion hat, die Neugier zu jedem Zeitpunkt nach oben zu reißen auf Ihre Hauptaussage. Sie können zum Beispiel sagen, wenn Sie hohe Aufmerksamkeit haben wollen, ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, von dem die meisten nichts wissen, aber wenn wir es nicht beachten, wird es unsere Firma in den Abgrund stürzen. Und Sie haben eine dramatische Aufmerksamkeit erzeugt auf das, was jetzt kommt. Jetzt kommt gleich ein Volltreffer. Man sieht es daran, achten Sie auf Donald Trump, wie er dabei plötzlich seine Augen aufreißt. Man sieht, er ist getroffen. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, das haben die Wahlkampfcoaches sehr gut vorbereitet. Man untersucht vorher, wo sind die Schwachstellen von Donald Trump? Und das ist natürlich sein Ego. Und eins seiner ego-aufboosternden Elemente ist, ich habe die größte Anzahl von Leuten, die je einem Präsidenten oder Präsidentschaftskandidaten zugehört haben. Und da hakt sie ein. Das gehört zu den Aufgaben eines Rhetorik-Coaches, so mache ich das auch. Man untersucht im Vorfeld, was sind die Eigenarten, die Schwächen meines Kontrahenten. Dann mache ich ein vorbereitetes Statement, das natürlich elegant formuliert ist. Und dann versuche ich es, während der Debatte irgendwie unterzubringen. Und das hat Kamala Harris gemacht. Gleich sehen Sie eine weitere Attacke, die man wieder durch Analyse im Vorfeld herausgefunden hat und hat sich darauf vorbereitet. Es gibt einen Schwachpunkt von Donald Trump, den Kamala Harris entdeckt hat.
If you want to really know the inside track on who the former president is, if he didn't make it clear already, just ask people who have worked with him. Sie spricht von den ehemaligen Vertrauten, die sich von Donald Trump abgewendet haben. Und das ist einer seiner wunden Punkte. Und Sie sehen das auch wieder an seinen aufgerissenen Augen. Ich als Coach hätte ihn vorher trainiert, dass er das bitte unterdrücken soll, in dem Moment, wo er eine Schocknachricht hört. Bei dieser Debatte war vereinbart, dass man jeweils die Mikrofone ausgeschaltet lässt, während der andere redet. Aber wenn man sie vorbereitet auf so eine Debatte, dann nutzt man das trotzdem, indem man körpersprachliche Elemente vorbereitet. Und jetzt schauen Sie mal, wie Kamala Harris reagiert, wenn Trump etwas Bestimmtes sagt. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics and he taught her well. But when you look at what she's done to our country and when you look at these millions and millions of people. Trump sagt, sie ist eine Marxistin. Und Kamala Harris reagiert, indem sie die Faust unter den Kinn stützt und ihn entgeistert und lachend anschaut. Auch das ist garantiert trainiert und eingeübt. Schauen Sie, das können auch Sie nutzen. Wenn Sie bei einer Sitzung jemanden haben, der sich auf Ihre Kosten profilieren will, dann machen Sie Folgendes. Sie schauen ihn nicht an und machen einfach nonverbal etwas. Zum Beispiel, während er über Sie herzieht. Sie schütteln den Kopf. Ganz einfache Methode, die Sie sofort anwenden können. Jetzt beobachten Sie gleich mal das Zusammenspiel von Körpersprache und Text. Trump fabuliert irgendetwas daher, was er nur von Hörensagen kennt, und Kamala Harris deckelt ihn, und zwar mit einer Klartextaussage. Wichtig dabei ist, wohin sie schaut. Well, as I said, you're going to hear a bunch of lies, and that's not actually a surprising fact. Sie weist ihn verbal zurecht, aber wichtig ist, wo sie dabei hinschaut. Sie schaut nicht in die Kamera, sie schaut nicht auf Donald Trump, sondern sie schaut einfach schräg nach unten und sagt dabei, das ist ein Haufen Lügen, aber das ist keine überraschende Sache bei ihm. Jetzt sehen Sie gleich eine Passage, wo sie sich dramatisch von deutschen Politikern unterscheidet. Deutsche Politiker reden allgemein und reden in Schlagworten. Amerikaner lösen Bilder aus. Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's bleeding out in a car in the parking lot. She didn't want that. Her husband didn't want that. A 12 or 13-year-old survivor of incest, being forced to carry a pregnancy to term. Jeder Zuschauer hat die blutende Frau in ihrem Auto vor dem Krankenhaus gesehen. Das geht auf tiefe, unterbewusste Ebene. Und das müssen auch Sie machen, wenn Sie Menschen bewegen wollen, wenn Sie etwas erreichen wollen. Sie müssen so konkret werden, dass Bilder ausgelöst werden. Nur dann kommen die Menschen auch wirklich ins Handeln. Trump wiederholt seine steile Behauptung, dass mit ihm alle Kriege beendet würden. And I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Kamala Harris countered. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Die Wortwahl war gut. Putin würde sie zum Frühstück verspeisen. Jetzt kommen schlagfertige Antworten von Kamala Harris, die natürlich wieder vorbereitet waren. Donald Trump reitet auf seiner angeblich gewonnenen Wahl immer noch rum. Und er sagt, ich habe 75 Millionen Stimmen. Das sind die meisten Stimmen, die ein amtierender Präsident je bekommen hat. I got almost 75 million votes, the most votes any sitting president has ever got. Kamala Harris kontert. Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that. Der Kern, der das Ganze zu einer richtig schlagfertigen Antwort macht, ist erst der Nachsatz. Es fällt ihm offensichtlich schwer, das zu verarbeiten. Das ist vorbereitet, das ist cool. Das ist Teil eines guten Coachings, dass man sich auf gewisse Fragen wahrscheinliche Einwände vorbereiten kann. Das hatte ich kürzlich bei einem Bewerbungscoaching. Und zwar war da im Lebenslauf eine Firma, da war er nur 10 Monate gewesen. Da weiß ich natürlich, welche Frage kommt, und eine clevere, erwartete Antwort ist vorbereitet und die ziehe ich dann einfach aus der Tasche. Hier eine weitere schlagfertige Antwort von Kamala Harris.
Donald Trump verwechselt öfters Kamala Harris mit Joe Biden. Schauen Sie, wie sie das kontert. First of all, it's important to remind the former president, you're not running against Joe Biden, you're running against me. Das ist durch die Blume ausgedrückt, dass der 78-jährige Donald Trump ähnliche Konzentrationsschwierigkeiten hat wie Joe Biden. Das Coaching-Team von Kamala Harris hat sich sicher auf Wandersagen vorbereitet, von der man weiß, dass Donald Trump die einfach ungeprüft übernimmt und sie weiterverbreitet. Zum Beispiel, dass in einer Stadt Migranten Katzen in der Nachbarschaft fangen, um sie zu essen. Schauen Sie, wie sie reagiert. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Kamala Harris lacht frei raus über diesen Katzenunsinn. Das hätten ihm seine Berater aber vorher sagen müssen. Lieber Donald, lass diese Geschichte weg. Und selbst der Moderator greift noch ein, um das richtigzustellen. I just want to clarify here, you bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured or abused by individuals within the immigrant community. Taylor Swift hat nach dieser Debatte direkt bei Instagram einen Post gemacht, wo sie bekannt gibt, dass sie ab jetzt Kamala Harris unterstützt. Und sie macht eine Referenz zu dieser Katzengeschichte, weil sie hat eine Katze auf ihrem Arm. Kamala Harris hat als Vizepräsidenten einen Mann namens Tim Walz ausgesucht. Ich habe untersucht, wer der beiden ist rhetorisch besser. Hier in dem Video sehen Sie mein Ergebnis. Nehmen wir an, Sie haben eine Präsentation, nehmen wir an, Sie haben ein wichtiges Gespräch, nehmen wir an, Sie haben eine Bewerbung laufen und Sie möchten, dass Sie diese Sache gewinnen. Ich bin Ihr Coach. Hier unten ist ein Link. Fragen Sie mich an, wir unterhalten uns drüber.